Ich grüße euch alle. Genau, ich habe mir schon eine Tasse Tee eingeschenkt. Ich hoffe, ihr auch. Ihr habt euer Tagwerk vollbracht und jetzt ist doch eine wunderbare Zeit nochmal. Ja, vielleicht schaffe ich es heute in 10 Minuten. Hallo Paul. Sich um Finanzen zu kümmern. Und deshalb habe ich euch so einige Geldregeln heute zusammengestellt, denn ich möchte euch zeigen und so die wesentlichen Dinge sagen zu dem Thema, wie spare ich, wie spare ich richtig, wie kann ich sparen, ohne dass ich mich im Klein-Klein verliere. Okay? Ich hoffe, ihr hört mich alle. Gebt mal einen Daumen hoch. Ah ja, okay. Ihr hört mich wunderbar. Also, ich trinke noch einen Schluck. Ihr wisst ja, dass es wirklich hunderte Spartipps gibt. Darin kann man sich verlieren. Und ich habe mir vorgenommen, euch mal so einen Überblick zu geben, beziehungsweise eine Art des Denkens mitzugeben, die ihr auf euer gesamtes Ausgabeverhalten anwenden könnt und damit quasi fast automatisch spart in allen Situationen, in denen ihr euch bewegt. Und zwar ist das Wichtigste, was ihr begreifen müsst, dass Geld eine Ressource ist. Geld ist eine Ressource für euch, wie viele andere Dinge auch, wie eure Freunde, wie eure Gesundheit, wie eure Zeit, wie euer Wissen, euer Beruf. Es ist für euch eine Ressource, die ihr bitte nicht nebenbei handhabt, sondern bewusst handhabt. Und das ist im Grunde der Knackpunkt, wenn ihr sparen wollt, Geld als Ressource zu begreifen. Denn wenn ihr Geld als Be Ressource begreift in eurem Leben, also als Quelle für euer Leben, dann geht ihr bewusst damit um. Dann handelt ihr bewusst. Und dieses Geldbewusstsein schlägt sich im Grunde in allen euren Ausgaben nieder. Und das ist der erste ganz wichtige Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Das ist der erste. Der zweite, wenn ihr Geld ausgebt, fragt euch immer, so mache ich das auch, brauche ich das wirklich, für was ich hier mein Geld ausgebe? Warum brauche ich das? Das ist dann die nächste Frage. Brauche ich das und warum brauche ich das? Ich sage immer, das ist meine Klugscheißerfrage. Die stelle ich mir im Grunde bei allen Sachen, die ich ausgebe, stelle ich mir diese Frage. Brauche ich das? Und warum brauche ich das? Warum brauche ich das jetzt in diesem Moment? Das läuft schon bei mir als Schleife durch. Ich bin deswegen keine Spaßbremse und ich hau auch mal so Geld raus, unvernünftigerweise. Aber das hat mir schon viele, viele, also hat mich schon vor vielen, vielen Ausgaben bewahrt, auch dummen Ausgaben oder einfach leichtfertigen Ausgaben, die ich später definitiv bereut habe. Habe ich auch alles hinter mir, mache ich aber nicht mehr. Lasst diese Frage in eurem Kopf mitlaufen. Geld ist meine Ressource, ich gehe bewusst damit um und ich kaufe nur das, was ich wirklich brauche. Wenn ihr die beiden Sachen im Kopf habt, dann geht mal hin und checkt eure ganz großen Ausgaben durch. Miete, Auto, brauche ich wirklich ein Auto oder steige ich nicht lieber um, investiere ich in eine Bahncard, schaffe ich mir ein Fahrrad an? Autos sind eine der größten Ausgabeposten, die wir haben. Versucht das wirklich mal durchzudeklinieren, ohne Auto auszukommen. Dann eure ganzen Versicherungen. Habt ihr mal gecheckt, seit vergangenem Jahr müssen die Versicherer, gerade in den Vorsorgeverträgen, Riester, Rürup, Lebensversicherungen, die Kosten ausweisen. Ganz genau die Kosten euch beziffern. Ich gehe darauf nochmal in einem anderen Live-Talk ein. Checkt das mal. Da könnt ihr auch mal sehen, ob diese Verträge euch das wert sind. Und eure Abos. Guckt euch aber eure Abos an. Sportabo, Zeitungsabos. Schmeißt gern die Frauenzeitschriften raus. Die reden uns sowieso nur ein, uns Frauen, dass wir irgendwie nicht schön genug sind, weil wir ständig Schminke brauchen, irgendwelche super überteuerten Cremes, ständig neue Klamotten. Also einfach mal abbestellen. Überlegt euch mal eine Männerzeitschrift, die irgendwie Kochrezepte hat. Ich meine, nicht Beef. Beef ist ein spezieller Fall. Aber ihr findet in keiner Männerzeitschrift irgendwie eine Anleitung dazu, wie sich ein Mann zum Beispiel rasieren sollte oder so. Also kündigt diese Zeitschriften, die wirklich euch ein schlechtes Gefühl geben. Okay, das ist das. Guckt euch eure großen Ausgaben an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht weiter zu den regelmäßigen Ausgaben. Ich habe da mal so drei Sachen, die ich finde, wo wir unser meistes Geld lassen. Das sind Lebensmittel, das ist Kleidung, ne? Und Urlaub und Freizeitmobilität. So. Wenn ihr noch andere Sachen habt, schreibt es mir gern. Aber das sind so für mich die drei großen Dinge. Und bei diesen drei Sachen könnt ihr am besten oder am meisten Geld sparen, wenn ihr, wie ich finde, konsequent gegen
die Masse shoppt. Das heißt zeitlich immer dann einkaufen gehen, wenn die Masse nicht einkaufen geht, also entweder ganz früh oder relativ spät. Und dass ihr auch gegen die Masse, gegen die Saison shoppt. Ich zum Beispiel kaufe mir meine Wintermäntel, die großen Ausgaben, zum Beispiel Schuhe, immer nach der Saison. Also nicht am Anfang der Saison, wo alles normale Preise hat. Ich gehe immer danach. Und das mache ich irgendwie total konsequent bei ganz vielen Dingen. Gut, ich habe dann nicht immer das Neueste, aber das brauche ich auch nicht, um mich gut zu fühlen. Das hat mir wirklich schon sehr, sehr viel Geld gespart. Gerade auch bei elektronischen Sachen gucke ich immer, wann so die Slots sind, wo die Preise wirklich deutlich nach unten gegangen sind. Das beobachte ich auch über eine gewisse Zeit und dann kaufe ich mir das. Und dann spare ich, Leute, ich spare Hunderte von Euro bei gerade elektronischen Sachen oder auch bei Klamotten. Und im Übrigen, ich lebe sowieso relativ minimalistisch, auch bei den Klamotten. Aber wenn euch das interessiert, wirklich shoppt antisaisonal. Das bringt wirklich ganz viel Einsparungen und kauft wenig, dafür Qualität. Auch ein ganz großer Punkt. Lieber ein hochwertiges T-Shirt, hochwertige Hose hält viel länger als irgendwelcher Billigkram. Und ihr spart auch Zeit, weil ihr nicht schon wieder euch was anderes besorgen müsst. Das auch ein ganz großer Einspareffekt. Ich habe schon ganz kurz angedeutet, kauft euch eine Bahncard, bucht früh den Zug. Das sind auch immer ganz, ganz hohe Posten, wo auch ich relativ viel Geld spare. Ich fahre öfter mal nach München, weil ich da auch Seminare gebe. Statt dafür ein Ticket 150 € hinzublättern, schaffe ich das auf 50, 60 € mit Bahncard und weil ich es wirklich sehr früh buche. Ich lege mich fest, ich bin dann verbindlich, ich halte mir nicht alles frei, ich buche das dann. Damit könnt ihr auch richtig viel Geld sparen bei der Mobilität. Fahrradfahren. Das ist so ein bisschen Urlaub, Freizeit auch gewesen, ne? Ich möchte noch mal zur Kleidung, habe ich noch was? Habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, Kleidung. Ich bin auch ein ganz großer Fan von Secondhand. Als mein Kind noch klein war, habe ich ganz viel Secondhand gekauft. Das werden die Mütter unter euch bestimmt auch so machen. Viel Secondhand kaufen für die Kinder, weil das geht sowieso relativ schnell alles kaputt. Ich habe auch sehr viel Geld gespart. Ich habe auch Kinderwagen, bestimmtes Spielzeug, alles Secondhand gekauft. Auf eBay, auf Flohmärkten ganz viel, weil die Sachen einfach, wir brauchen sie nicht lange, die Kinder rackern sie sowieso kaputt. Deswegen, ich brauchte keinen Kinderwagen für, was weiß ich, weiß gar nicht, was die heute kosten, 800 €, 1000 €. Ich habe ihn für 250 geschossen, fand ich super und habe das Geld lieber zur Seite gelegt und investiert, in der Tat. Das würde ich euch auch raten, Secondhand, gerade bei Kinderklamotten, aber auch bei vielen anderen Sachen. Okay, Elektronik kaufe ich nicht Secondhand, muss ich sagen, aber viele andere Dinge mache ich schon. Auch Möbel gerade, Geschirr, solche Sachen, ne? Lebensmittel wollte ich euch gerne noch was mitgeben. Bei Lebensmitteln kauft tatsächlich saisonal ein, frische Sachen. Verzichtet auf Fertiggerichte, ich weiß. Mit Vollzeit und Kindern ist es manchmal schwierig zu kochen, aber dann macht euch am Sonntag einen Plan für die ganze Woche zusammen mit der Familie, legt fest, was ihr essen wollt und dann kauft es frisch an einem Tag ein. Wenn ihr euch so einen Plan macht, einen Wocheneinkaufsplan, dann spart ihr auch wieder einiges an Geld, weil Spontankäufe einfach wegfallen. Unterschätzt das nicht. So einen Plan zu machen für die Woche ist echt ein super, super Tool, um wirklich nicht mehr Geld auszugeben, als es sein muss. Kauft saisonal ein, frisch, Fertiggerichte, lasst es weg. Die sind erstens nicht gesund und zweitens tatsächlich überteuert. Und dann wisst ihr, was ihr auch machen könnt, wenn ihr im Supermarkt seid. Ihr wisst ja, dass in den Regalen, wo ihr so drauf guckt, steht die teuerste Ware. Wenn ihr ein Stückchen nach oben guckt und ein Stückchen nach unten guckt, steht die günstigere Ware. Das würde ich mal gucken, ob ihr da nicht ein Alternativprodukt findet, zum Beispiel. Oder auf den Kilopreis zu gucken. Also, was kostet das Kilo zum Beispiel bei diesen Dosentomaten und was kostet das Kilo bei diesen Dosentomaten? Da könnt ihr auch schon extreme Preisunterschiede euch anschauen. Guckt das bei den Sachen, die ihr regelmäßig konsumiert, ob sich vielleicht irgendwo eine Alternative findet, die vielleicht günstiger ist, vielleicht aber auch zum selben Preis eine hochwertigere Qualität hat, ne? Auch das ist ein Punkt.
Was natürlich auch ist, Gehkaffees, ne? Also Kaffee to go, wisst ihr selber, total überteuert. Diese Kapselsachen, alles total überteuert. Versucht das aus eurem Leben rauszuhalten. Kauft euch einmal in der Woche einen Gehkaffee, ansonsten brüht ihn euch selber auf, spart super viel Geld, was ihr besser investiert, was auch super viel Geld spart, wenn ihr euch ein Lunch mit in den Job nehmt. Muss er nicht immer sein. Aber muss auch nicht immer Kantine sein. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr arbeitet, aber ständig in die Kantine zu rennen, wird auch teuer. Und der Lunch schmeckt manchmal auch viel besser als in der Kantine. War zumindest da, wo ich manchmal gearbeitet habe, so. Okay, was habe ich noch für euch? Das sind die Lebensmittel. Was ich zum Beispiel nicht viel mache, ist im Restaurant viel alkoholisches Trinken. Also, Prozente gibt es bei mir nur selten im Restaurant, weil für das, was ich da, also ich wohne ja in Hamburg, wie ihr wisst, da zahlt man hier für ein Glas Wein 4,50 Euro, 5 Euro, was ich irre finde, 1 Euro mehr, 6 Euro kriege ich wirklich eine tolle Flasche Wein. Deshalb trinke ich im Restaurant relativ selten Prozente, ne? Und lieber antialkoholisches, ist auch besser für die Gesundheit, by the way. Okay, was ich euch auch noch ans Herz legen möchte, wo ihr auch noch viel Geld sparen könnt und was Spaß macht, ist selber reparieren. Also bevor ich irgendetwas wegschmeiße oder zur Reparatur gebe, versuche ich es selber zu reparieren. Das spart mir erstens Geld, das ist das eine. Das andere ist aber, ich schule meinen Sinn dafür, für das, was ich habe. Also ich gebe dem noch eine Wertigkeit und indem ich es versuche zu reparieren, schule ich meine Fähigkeit, so etwas zu können. Wenn wir immer alles abgeben und outsourcen, verlernen wir bestimmte Fähigkeiten mit dem Leben, also dem Leben Herr zu werden, ne? Okay, ich würde jetzt nicht mein Auto reparieren. Heute kann man seine Autos nicht mehr reparieren, weil da einfach zu viel Elektronik drin steckt. Aber generell versuche ich erstmal die Sachen selber zu reparieren und dann bringe ich sie weg. Ich schmeiße sie selten gleich weg. Na? Ich gucke, dass ich möglichst lange meine Sachen, die ich mir mal gekauft habe, behalte. Und wenn ich sie selber nicht brauche, verschenke ich sie oder verkaufe ich sie. Okay, lasst mich mal auf meinen Spickzettel gucken. Aber das sind so die großen Sachen, die ich finde, dass sie wichtig sind. Nochmal zum Wiederholen, Geld als Ressource begreifen, es bewusst ausgeben, bewusst damit umgehen, und zu fragen, brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Und warum brauche ich es jetzt? Seid ehrlich zu euch, wenn ihr diese Fragen beantwortet. Und wenn ihr sagt, ich brauche das jetzt, weil das Gefühl so ist. Okay, dann kauft es euch. Dann überlegt aber nachher nochmal, warum war dieses Gefühl so stark? Was ist das für ein Gefühl? Geht mit euch quasi in so eine Fragerunde hinein. Das bringt total viel. Auch für viele andere Dinge. Aber so im Geldumgang bringt das ganz viel, wenn ihr hinterfragt, warum ihr Geld ausgibt, wie ihr es ausgibt. Ne? Das war ja gestern schon ein bisschen auch das Thema. Warum gebe ich Geld so aus? Wo kommt das eigentlich her? Und wenn ihr euch fragt, kommt ihr auch zu diesen Einsparpotenzialen in eurem ganzen Leben? Okay? Aber darüber nicht die Freude verlieren. Denn wir leben jetzt, aber wir hoffentlich leben auch noch sehr lange bis 90, 95, 100. Und dafür brauchen wir auch Geld. Und das können wir nur jetzt quasi in die Hand nehmen, sparen und anlegen für später. Okay? So, ach. Und investiert in Finanzbildung, das habe ich noch vergessen. Liane Ross schreibt, es gibt viele schöne Dinge, die ich nicht brauche und deshalb kaufe ich sie nicht. Ja, genau. Das geht mir auch so, Liane. Ich sehe auch viele, viele schöne Dinge und erfreue mich dran, dass ich sie sehe und denke mir aber auch, nö, das brauche ich nicht. Genau so. Es steht auch dann in meiner Wohnung rum, warum soll ich meine Wohnung so vollstellen? Ich möchte nicht so viel drin haben, sie soll zwar kuschelig aussehen, aber so viel soll da nicht drin stehen. Geht mir ganz genauso. Zum Beispiel für die Wohnung. Es gibt auch viele andere schöne Dinge. Brauche ich auch nicht. Gute Einstellung. Ich habe mal ein interessantes Zitat, das möchte ich euch noch geben. Für uns Frauen. Eine kluge Frau hat mal gesagt, je selbstbewusster eine Frau ist, desto weniger Kleidung braucht sie. Da fand ich es. Ich finde, da ist sehr viel drin. Ein Gedankengang wollte ich euch noch geben. Investiert in Finanzbildung. Ihr wisst ja, dass ich Einzelcoachings mache
Und ich sehe in diesen Einzelcoachings Verträge, Riester-Verträge zum Beispiel oder Rürup-Verträge oder auch fondsgebundene Lebensversicherungsverträge, die sind so teuer, die kosten im Grunde Tausende von Euro so über die Zeit, was super teuer ist. Und sie rentieren ganz schlecht. Und wo kommen diese Verträge her? Weil ein Bankberater, ein Produktverkäufer sind das ja, diese Verträge den Frauen im Grunde angedreht hat. Sie sind damit nicht zufrieden, sie wissen gar nicht, was sie unterschrieben haben, haben sie trotzdem. Wenn sie vorher gewusst hätten, was es kostet, hätten sie sich das vielleicht dreimal überlegt. Mit Finanzbildung hätten sie sich das nochmal überlegt. Also kauft euch Bücher. Bücher lesen ist sowieso super wichtig und bildet. Und die kann man auch immer oder ganz viele Secondhand schießen. Ich bin auch eine super Verfechterin von Secondhand-Büchern. Ich habe auch ganz viele Secondhand-Bücher. Investiert in Finanzbildung, das bewahrt euch vor vielen teuren Anlagefehlern. Okay? Also, so, jetzt trinke ich hier noch einen Schluck. Trink noch einen Schluck mit mir mit. Oh. Und dann sehen wir uns morgen, Freitag. Die nächste 21-Uhr-Runde mit der Geldfrau. Und morgen geht es um Konten. Welche Konten ihr braucht, welche nicht, wie viel, ob es sinnvoll ist, bei drei Banken ein Konto zu haben oder nur bei einer. You never know. Ich sage es euch und dann könnt ihr euch eure Meinung dazu bilden. Okay? Die Julida schreibt, danke für die Denkanstoße. Vieles weiß man schon, ja. Aber es ist immer sinnvoll, sich die Tipps wie ein Mantra zu sagen. Absolut. Und genau das ist auch, Julida, was du schreibst. Wir wissen vieles, nur setzen wir es auch um. Handeln wir danach, was wir wissen? Das ist auch so ein Punkt, was in der Finanzbildung ein ganz wichtiger Erkenntnis ist. Handeln wir danach oder lassen wir es sein? Und das ist dieses Bewusstsein, dieses Geldbewusstsein, das Bewusstsein im Umgang mit den Dingen zu schulen. Und dadurch kommt auch in bestimmten Bereichen auch wieder mehr Lebensfreude, weil wir ein bisschen mehr unser Leben auch unter Kontrolle haben, wenn wir bewusst mit den Dingen umgehen. Okay, klingt schon fast wie das Wort zum Sonntag. Okay, also ich wünsche euch allen noch schönen Abend, würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Vielleicht habt ihr aber auch was anderes vor, dann könnt ihr es nachschauen. Ihr wisst ja, es steht weiterhin bei Instagram drin, in der Story, ne? Das ist dann unten. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und ladet gerne eure Freundinnen und Freunde ein. Okay? Ja, tschüss, dann bis morgen. Ich wünsche euch was.